bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Ja, dann nur aus einem Grund natürlich. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Das ist wohl wahr, dass ich die nicht habe. Gott sei Dank. Ah. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kenne ich dich richtig schlecht. Höchstwahrscheinlich. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Versprochen. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Versprochen. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Shintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Hier unten öffnet sich was. Okay. Okay, ich brauche einen anderen Weg. Ich brauche einen anderen Weg, Freunde. Der Chloe hat ihn natürlich direkt schon gefunden, ist klar. Was? Oh, das ist schlimmer. Das ist deutlich schlimmer. Ja, das ist echt romantisch. Spieße. Ich hasse Spieße. Okay, ja, was jetzt? Denk nach. Wir müssen hier raus. Hier kann man hier irgendwas machen. Oh fuck. Du warst... Okay, wir sind gestorben. Ich habe keinen Weg gefunden. Oh, fuck. Oh, super. Was höre ich da? Irgendwas dreht sich. Ich finde keinen Weg. Wie kann das sein? Was ist das denn? Ich finde tatsächlich keinen Weg. Kann doch nicht sein. Warte, dieser Mechanismus. Ich habe eine Idee. Ja, sorry, da war ich ein wenig inkompetent. Ein wenig sehr. Okay, komm, mir nach. Na, was soll man machen? Ich habe Hunger. Ja, ich dachte, das Leben zieht gerade noch an dir vorbei. Oh, fuck. Verdammt. Na, hier sind wir wohl richtig. Das kommt mir bekannt vor.
Ja, sieht aus wie der Purpurdolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Ja, die Lichter aktivieren. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Das sieht aus wie ein Loch. Das sieht aus wie ein Loch, wo man unseren guten alten Dolch reinstecken kann. Mach A. Ich glaube, das war's. Sieht aus, als wäre die erste Klinge an ihrem Platz. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Möglich. Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, passt da oben gut auf. Komm jetzt hoch. Hey, was immer du auch tust, fall nicht. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Da gebe ich dir recht. What the fuck? Okay, dann versuchen wir mal das Licht umzuleiten. Moment. Sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten. Verstanden. Gut gemacht. Thank you. Okay, vielen Dank. Warte. Okay, wir kommen der Sache näher. Das kann man wohl laut sagen. Nice. Das war wohl die eher richtigere Entscheidung. Das war's. Numero dos. Nice. Links von dir. Hab's. Danke, Chloe. Ja.
Okay. Nur noch eine Klinge. Squad ein wenig crazy, wie die Kameraführung ist. Nicht nach unten sehen. Holy. Wie kriege ich dieses Auge auf? Könntest du bitte ausrichten? Wo ist hier ein... Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar. Gut, wir haben's. Geschafft. Ganz easy geschafft. Da ist was aufgegangen, da hast du recht, Chloe. Gut, wenn man da runterspringt, stirbt man. Merke. Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Gruselig, ich weiß. Aber naja. Ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh, Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Ja, es gibt nur einen Weg hier raus. Mist, die sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang.
Da unten!